Hallo Leute, ihr schaut Feuerbytes, ich bin der Sascha und heute bin ich in CubeSim. Das Spiel erscheint morgen für euch und ich darf es schon einen Tag vorher zeigen. Soweit wie ich weiß, kostet das Ding 9,99 € und ist ein Puzzlespiel für die Oculus Quest. Wenn ich hier starte, bin ich hier in diesem Menü, hier ist alles nur grau, ich sehe nur Squeeze Both Triggers to Start. Ich habe kein Menü, aber das Ganze ist knackscharf, das hier sind nur so Konturen. Das Spiel selber wiegt nur 89 MB auf der Quest, also ist ein Leichtgewicht. Der Entwickler selber hat Erfahrungen vorher auf SideQuest gesammelt und darf jetzt sein erstes Spiel, so habe ich es verstanden, im Oculus Store veröffentlichen. Ich drücke jetzt beide Trigger und dann schauen wir mal, was wir hier so puzzeln dürfen, weil ansonsten sehe ich hier nichts. Ne? Es ist wirklich alles nur grau und nur dieses hier. Und wir fangen einfach mal an. Zack, zack, zack. So. Jetzt habe ich hier zwei so Greifer, zack, 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 so diese kleinen Schnäbelchen, ne? Und ich habe hier ein, ja, ein, was ist das, ein Rechteck. Und da soll ich wahrscheinlich jetzt da reinsetzen. Geschafft, CubeSim. Okay, das ist ein cooles Intro. Jetzt sieht man hier auch das Menü. Wir sind auf Easy, das gibt es noch normal. Das ist alles gesperrt, da steht sogar was drunter, 0 von 17... Okay, das kann ich sogar hervorheben. Guck mal, das kommt sogar so 3D-technisch raus. Das sieht richtig gut aus. Ich kann ihn sogar wieder rausnehmen. Klack, wenn ich möchte. Das kann ich wahrscheinlich ausmachen. Ich weiß nicht, was dann passiert. Okay, dann habe ich nur CubeSim vor mir. Okay. Ja, also Menü oder so habe ich nicht. Also Option oder so ist ja gut. Und dann fangen wir einfach mal hier auf Easy an. So, es baut sich jetzt vor mir auf. Jetzt soll ich wahrscheinlich diese drei Objekte da so reinpuzzeln, dass das passt. Frage ist jetzt, kann ich es drehen? Ich mache das mal mit Analogsticks, also ich kann es nicht drehen. Dann schauen wir mal. Also, wir machen mal den so. Und den so. Und das passt dann nicht mehr. Nein. Okay, das kann man auch einfach da wieder rausnehmen. Und dann kann man es hier so rumfliegen lassen. Das ist auch cool. So macht es keinen Sinn. Leute, es ist jetzt schon schwer. Aber jetzt, ne, genau, und jetzt können wir den, wir haben ja zwei Hände. Ich habe es geschafft. Und die Dinger werden natürlich jetzt immer komplexer und noch komplexer. Und jetzt kommen hier die ganzen Figuren. Machen wir mal den nächsten. Okay, jetzt habe ich schon vier Teile. Das ist also, das hat was von Tetris, ne? Okay, ich gucke mal. Nee. Nee. Das kann nicht passen, ne? Okay, jetzt wird es jetzt schon knifflig und wir sind noch auf leicht unterwegs. Ich drehe es mal um. So. Und jetzt, ne, passt das auch nicht. Nehme ich den nochmal raus, das geht dann auch nicht. Oder den vielleicht drehen. Also, ihr merkt, das ist jetzt schon richtig knifflig, ne? Nö. Okay, wie soll das erst werden, wenn es schwieriger wird? Das, so hatte ich das schon, ne, oder? Oder sieht das gut aus? Ne, da war gerade eine Musik, ne? Warum kommt denn jetzt Musik und zwischendurch kommt keine Musik? Das muss ich nicht verstehen. Okay, guck mal, das kann man sogar so, dass das vorne rausguckt. Muss das? Passt das denn? Ne, kann man den Würfel da wieder rausnehmen? Nein. Okay, Leute, ich krieg's jetzt schon nicht gelöst, also... Okay, ich kann das ganze Ding sogar nehmen, guckt mal. Das hier ist alles knackscharf, das sieht richtig gut aus. Okay, also kann ich es mir doch von allen Seiten angucken. Ja, aber ich komme nicht weiter. So. Macht keinen Sinn, ne? Hä? So macht es auch keinen Sinn. So macht es, glaube ich, Sinn, ne? Ach, guck mal. So, ich hab's. Zack. Geschärft. Was kann ich das ganze Ding? Ach, ich kann das sogar jetzt hier. So. Ah. Kann man auch wegschmeißen. So, machen wir den nächsten. Jetzt kommen die Normallevel. So, und jetzt wird es aber richtig kompliziert. Guckt euch das mal an. Also, das ist echt schwer, ne? Aber wie gesagt, es sieht gut aus.
Aber ihr habt ja unendlich Kombinationsmöglichkeiten, wie das funktionieren kann. Also ich würde sagen, erstmal alles reinschmeißen. Dann gucken wir mal. Okay, das ist schon Shit, weil ich habe noch so ein Kreuz, ne? Ja. Gucken wir mal, wenn wir das alles ein bisschen nach oben machen, ob ich dann so ein Kreuz da rauskriege. Auch nicht. Ne. So. Ich bräuchte jetzt einen Würfel. Ja, blum. Ne. Okay, nee, also es muss ja auf jeden Fall, wie gesagt, ein Kreuz bleiben. Ich glaube, das sieht ganz gut aus, was ich hier baue. Guckt mal. Den jetzt da, genau, und dann passt der da um. Das ging doch diesmal ein bisschen schneller. So, nächste. Also wenn das dann wirklich 9,99 Euro kostet, wie ich es gesehen habe, ist das ein völlig cooler Preis dafür, kann ich jetzt schon sagen. Also coole Puzzlesachen. Und ja, jetzt haben wir hier so Figuren, die sehen nicht mehr aus wie Tetris. Jetzt wird es ein bisschen abstrakter. Das auch. Das sieht doch ganz gut aus, ne? Jetzt hier so ein langer. Da muss ich den aber wieder rausnehmen. So. Schnack. Und so eine Treppe hier, ne? Das macht doch Sinn. Ne, das macht keinen Sinn. Schade, ich habe gedacht. Ne. Okay, warum die Musik jetzt mal an und aus ist, das verstehe ich nicht. Und ihr müsst das im Sitzen spielen, weil mir tun jetzt schon wieder die Füße weh. Ich weiß. Der passt gar nicht. Doch, der kann nur so passen, ne? Aber dann habe ich ja nichts für die Ecke da oben. Doch. Also das kann nur so, weil anders geht der Grüne ja gar nicht. Und das geht jetzt da. Also das müsst ihr wirklich auch so drehen. Schnack. Schnack. Also man kann dann doch eine Figur dann sich raussuchen, die gar nicht anders passt. Und das Schloss fällt runter, ne? Das ist ja cool gemacht. Also das sind so Kleinigkeiten, die gefallen mir. Campaign. Guckt mal, Leute, wenn ich darauf zurückgehe, gucke ich sogar Settings. Was haben wir denn noch? Enable Floor Grind. Okay, jetzt habe ich einen Fußboden. Jetzt komme ich mir nicht mehr so vor wie in der Schwerelosigkeit. Auch cool. Wir haben einen Dark Mode. Auch das ist okay, ne? Guckt mal, habe ich jetzt alles so ein bisschen gefunden. Dann haben wir noch Gameplay. Open Solve Puzzles in Solved State. Advantage Controls. A und X to gather pieces. Joystick to rotate pieces. Also ich kann es dann doch machen, dass man mit den Joysticks arbeiten kann. Aber das möchte ich eigentlich gar nicht, ganz ehrlich. Audio, da kann ich nichts ändern. Aber das sieht echt gut aus. Das ist echt alles super knackscharf. Das gefällt mir. So, weiter. Zack. So, ja, da haben wir auch wieder so ein Ding, da haben wir nicht ganz so viele Möglichkeiten. Das kann ja nur, das macht keinen Sinn. Das würde eventuell Sinn. Gucken wir uns erstmal den an. Der ist sehr abstrakt, der passt auch nur in bestimmten ein, zwei Positionen da rein. So macht das Sinn, weil dann habe ich da ein Loch für diesen hier, ne? Oder auch nicht, das habe ich mir jetzt so gedacht. Ne, doch, ich ihn so rumdrehe, dann passt der da. Und das ist jetzt wieder Mist. Okay, nein, so, ach, ich weiß nicht, wann die Musik kommt und wann nicht, aber das finde ich echt cool, dass man das ganze Ding so in der Hand nehmen kann. So, fertig. So, dann haben wir bald schon den ersten durch, den Flatland. Ihr sollt das ja selber lösen, ihr sollt ja nicht bei mir gucken hier. So, was haben wir, jetzt haben wir... Ja, das passt alles irgendwie überall. So, wir haben einen langen. Ich schnack den erstmal da rein. Ne, das macht nichts, also das bringt nichts. Die sind gleich, ne? Die sind auf jeden Fall gleich. Machen wir den mal da. Die Treppe. Das macht keinen Sinn. Treppe da macht auch keinen Sinn. Treppe so. Da hätte ich dann aber auch keinen dafür. Hätte ich jetzt einen? Komm mal her, fall nicht weg. Der würde jetzt da reinpassen, glaube ich, ne? Nee. Nee. Also den darf ich jetzt nicht so machen, dass der eine Ecke bildet hier. Weil da habe ich ja nichts für das Loch. Da hätte ich auch nichts für. Kann der eigentlich nur so, würde ich jetzt mal behaupten. Der so? Nee. Nee, das ist Blödsinn. Das kriegt den da oben ja nicht mehr ausgefüllt, ne? So, und jetzt
Oder wartet mal, den da oben? Nee. Das runter macht auch keinen Sinn. Und so? Komm her. So passt er nicht. So macht er keinen Sinn. Also jetzt ist es wirklich sehr schwer mittlerweile. Also das macht alles keinen Sinn, weil ich bekomme ja da nichts mehr geschlossen. So. Das macht eigentlich auch keinen Sinn, weil ich das dann auch nicht mehr. Komm mal her. Und so einen habe ich ja auch nicht. Also der da in die Ecke passen würde. Nein. Nein. So, auch nicht. So macht Sinn. Ja, wenn ich den dahin mache, jetzt habe ich alle Möglichkeiten, da solche hier zu vereiern. Zack. Zack. So, jetzt haben wir hier noch so einen langen mit so einem Pin. Der macht doch da Sinn. Nee. So. Komm her. Ein bisschen knubbelig ist das schon mit der Steuerung. Ja, aber jetzt komme ich ja hier nicht weiter, ne? Ne. Das war gut gedacht, ne? Das mit der Musik habe ich noch nicht so ganz gerafft. Ob die Musik kommt, wenn das richtig ist, wenn das falsch ist. So. Leute, ich komme nicht drauf. Probieren wir es mal so. Nee, kann ich, ne? Nee. Ich krieg's nicht raus. Ich krieg's wieder nicht hier raus. Das geht auch nicht. Also es kann auf jeden Fall keine Ecke sein. Nee. Okay, nochmal alle raus. Ach, shit. So, jetzt gucken wir den nochmal, weil der war ja gar nicht so doof. Oder könnte man den auch so machen, ne? So. 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 Ja, aber jetzt kriege ich ja den wieder nicht unter hier. So wie sich das gehört. Ne. Ist doch shit. Was ist mit dem hier? Also so würde der sogar Sinn machen. Könnte ich ja den da. Den da. Oder auch nicht. So geht's nicht. Boah, ist das schwer, Leute. So. Komm, jetzt passt da rein, ey, irgendwie. Komm, sonst knubbel ich dich da jetzt rein. Ne. Ne. Ach, ist doch scheiße. Der kann ja auch so keinen Sinn machen. Also, der kann so nirgendwo da rein. Also, mit dem muss man echt am besten anfangen. Also, so macht der keinen Sinn, so macht der auch keinen Sinn. So macht er auch keinen Sinn. So macht er auch keinen Sinn. Man muss echt gucken, wie der noch Sinn macht. Das ist eigentlich echt entweder so oder so, ne? So hatte ich, glaube ich, schon, ne? Ich weiß es nicht mehr. Nee. Ich glaube, das könnte jetzt hinhauen. Oder? Ja, Leute, das passt. So, mein Gott, nee, geht doch. Das sollte mal ein bisschen schwieriger. Ja, habe ich den geschafft? Ne, da kommt nichts mehr. Guck mal hier. Ich kann sogar Klavier spielen in dem Ding. Level 2. So, easy normal. Jetzt kommt false. Ich weiß nicht, was da jetzt mehr dran wird. Ach, die werden jetzt dreidimensional. Seht ihr das? Also, vorher waren die flach. Und jetzt kommt noch eine Ebene dazu. Seht ihr? So, wir gucken uns das Ding mal an. Jetzt haben wir nämlich hier noch eine Ebene dazu. Und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir auch nach vorne gebaut bekommen. Das kann eigentlich nur so. So. Und so nicht. Nee. Shit. Hä? Wie soll das denn gehen? Ach so, ne? Hä?
Ach nee. Ne? Ach nee, den da rein bestimmt. Passt mal auf. Und nee. Ah, jetzt, jetzt wird es richtig tricky. Aber das kann ja nur mit reinlegen sein, ne? Anders macht es ja keinen Sinn, oder? Es macht ja keinen Sinn. Ich darf ja jetzt nur vorne. So. So, jetzt haben wir es. Zack. Da, geschafft. Stell da hin. Und ich habe den nächsten Level wieder. Das finde ich immer geil, wenn das Schloss hier fällt. Stage unlocked. Was ist denn das nächste? Dann kommen Pyramiden. Dann wird es richtig kompliziert. Okay. Komm, wir machen hier nochmal ein. Ach komm, dann machen wir jetzt Pyramide easy. Wir machen jetzt nur die easy. So, jetzt geht's nach außen und nach oben und hin und her und hick und hack. Und jetzt werden die Steine auch langsam echt komplexer. Und jetzt muss man echt schon um, ja, vier Ecken hier schon fast denken. Wie soll ich das denn mit drei hinkriegen? Ah ne, guck mal, der muss eigentlich dahin. Das heißt, diese Spitze hier, die muss irgendwie nach oben, ne? So. So. Ne. Hä? Ach, da unten fehlt einer. So. Nee, tiefer. So. Zack, geschafft. Jetzt kommt kein neuer. Ach, 8 von 10. Ich muss also noch 2 schaffen. Ja, Leute, das war's eigentlich auch schon. Aber komm, wir machen hier nochmal einen auf normal. Und davon dann 60 Stück, ne? Und das finde ich für 10 Euro völlig okay. Also ihr seht, ich bin jetzt schon am Knobeln bei den leichten. Hier habe ich wieder was angefangen. Wir machen noch einen von wegen. Das dauert bestimmt wieder ewig jetzt. Müssen wir müssen ja erstmal die Fläche hier unten fertig bekommen. So, was fehlt mir da oben? Ach so, jetzt kann man sich den so drehen. Jetzt sehe ich hier oben, fehlt mir einer. Und dann würde der zu tief gehen, ne? Okay. So, so. Bringt alle nichts. Okay, dann wieder alles raus, den ganzen Kram hier. Machen wir den mal nach oben. Ja, das bringt mir ja auch nichts. So. Nee. Der Gedanke war nicht doof, ne? Ich den aber jetzt nach. Oder den so? Genau. Nee. Geschafft. Gut. Ja, so langsam kriege ich einen Flow dafür, so langsam kriege ich ein Gefühl dafür. Und wir schauen gerne. Was ist das denn hier? Ach, ich kann mir die alle nochmal anschauen. Ja, die habe ich ja jetzt schon geschafft. Okay. Pause. So, wir können nochmal ganz kurz einmal in die Settings gucken. Und dann machen wir nochmal einmal hier A und X kann ich dann drücken und mit dem Joystick kann ich dann die Würfel bewegen. Ja, mal Kampagne. Wie gesagt, 60 Stück. Gucken wir uns den nochmal an. Ich schaue jetzt mal. Also ich kann gar nichts machen. Okay, mit A und X kommen sie jetzt auf mich zu. Ach so, da wo ich die Hand hin tue. Und jetzt halte ich mal einen fest. Aha, und wenn ich jetzt den Analogstick drehe oder bewege, dann kann ich die Objekte drehen. So, es sind nur drei. Es sieht ziemlich simpel aus. Ihr könnt aber alles andere weiterhin machen, was ich, wie ich es die ganze Zeit gemacht habe. Könnt halt nur mit A und X euch die Dinger zu euch ziehen. Das ist gar nicht so verkehrt, ne? Hätte ich doch einschalten sollen. So, wir gucken mal. Den da rein. So einer kann eigentlich nur unten, macht dann aber keinen Sinn, weil dann habe ich ein Loch. Das sind alles die gleichen wieder, ne? So. Ne. Jetzt habe ich da. Ich glaube, das könnte passen, ne? Komm mal her. Ne. Ich hätte den jetzt gerne. Der ist falsch rum. Kann man den umdrehen? So. Ne. Wieder mal rein. Geschafft. Ach ne, komm, bleib da drin. So. Ja, habe ich den auch geschafft.
Habt ihr gesehen mit der Steuerung, die kann man ein bisschen anders machen. Oh, jetzt habe ich das wirklich hier noch unlocked gemacht. Jetzt kommt Stacks, was ist das? Ich kann nicht mehr aufhören, ihr merkt das schon. Ne? Okay, jetzt haben wir hier so zwei Gebilde praktisch. Und ja, das geht ja dann nur so. Und so, und jetzt muss ich da einen in die Mitte stellen. Oder, hä? Nee, wie soll das denn jetzt gehen? Weil ich kann ja den da jetzt nicht durchstecken, ne? Versteht ihr? Ne, das auch. Aha. Hä? Was ist das denn jetzt? Das verstehe ich nicht. Weil ich kann die jetzt ja auch so... Ach, dann passt das doch, ne? Guck mal, den da durchgesteckt. Da müsst ihr jetzt sogar schon um die sechste Ecke denken hier. Ach, jetzt wird es wirklich sehr kompliziert. Nee. Komm her. So. Geschafft. Nein, ich wollte ihn wegstellen. Gut, jetzt reicht's aber, sonst höre ich gar nicht mehr auf. Ich weiß auch gar nicht, wie lange ich schon spiele. Also wie gesagt, das Ding kostet 9,99 €. Wenn ich mich jetzt nicht vertue, dafür ist das auch völlig okay, der Kurs. 60 Puzzle. Ich finde die ersten schon relativ fordernd und da kommt ja noch eine Menge. Was kommt? Schade, dass man das nicht sehen kann, ne? Was da noch kommt, hätte ich euch gerne gezeigt. Aber die werden auch echt komplexer, muss ich sagen, nach hinten raus jetzt. Optik ist super, da flimmert nichts, das ist scharf. Kann ich gut mitleben. Ja, vielleicht der Hintergrund ist ja ein bisschen sehr monoton mit diesem Grau. Also vielleicht hätte man da so ein bisschen was. Aber ihr könnt ja diesen Boden hier anmachen, ne? Wo war das? Da. Dann habt ihr wenigstens so ein bisschen Untergrund, dann kommt ihr euch nicht, da sind sogar Schatten, guck mal. Seht ihr das? Dann habt ihr nicht so ein, seid ihr nicht so in der Leere, das füllt das Ganze schon ein bisschen auf. Ja, also ich finde es toll, muss ich ganz ehrlich sagen. Kauft euch das, macht da nichts falsch, ist ein echt tolles Puzzlespiel. Gibt es auch nicht so viele von auf der Quest, also jetzt so richtige Puzzler, und das ist ja ein richtiges Puzzle-Ding. Und man muss nicht viel mit dem Controller machen, man muss wirklich nur sein Gehirnschmalz ein bisschen aktivieren, um die Formen hier zu füllen. Klar, 60 Dinger sind auch irgendwann durch, dann spielt man das Spiel wahrscheinlich kein zweites Mal. Vielleicht kommen Updates, vielleicht kommen neue Rätsel, das weiß ich nicht, aber ich finde es gut. So, dann lasst mir ein Däumchen da, würde ich mich riesig freuen. Wer noch kein Abo hat, lasst gerne ein Abo da, auch da würde ich mich natürlich freuen. Und vergesst meinen Discord-Server nicht. Da könnt ihr bestimmt Leute fragen, wenn ihr mal bei einem Puzzle hängt, wie es weitergeht. Gut! Dann nochmal danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Euer Sascha. Macht's gut, Leute. Ciao.